Haben wir alle eine. Und du bist sogar eine. Quelle der Inspiration für den Film. Genau wie Kinder. Naja, weil man mit seiner, also so, weil man mit seiner Mutter, also du hast das erzählt, zum Beispiel, wenn die Mutter mit einem spielt als Kind und sich dann verstellt und Monster spielt, dass man dann vielleicht manchmal irgendwie sich nicht sicher ist, was mit, ja, ja, ist deine Geschichte. Ja. Ich hatte so ein Erlebnis, meine Mutter hat mit mir immer Monster gespielt und haben uns unter der Decke versteckt, das Kind. Und ich kann mich sozusagen so an einen Moment erinnern, wo sie so überzeugend war, dass ich so richtig den Moment der völligen Verunsicherung gehabt habe, dass sie jetzt wirklich böse ist, dass sie wirklich böse sein könnte und dass sie jetzt wirklich ein Monster ist. Und das hat mir unfassbare Angst eingejagt, diese Art von, dass man jemanden nie ganz kennt und sich das Gesicht verkehren könnte, also den Abgrund, in den man da hineinschaut. Insofern, aber selber als Mutter sozusagen, ich glaube, die Mutter kommt in sehr vielen verschiedenen Facetten in dem Film vor, aus der Sicht der Kinder, aber sie ist ja selber auch quasi, hat ja auch eine Perspektive in dem Film. Und insofern finde ich auch das Bild einer Mutter, die sich gefesselt fühlt und die von Kindern überwältigt wird, ein Bild, das auf unsere heutige Zeit und Gesellschaft passt, weil man ist nicht immer in charge, man ist nicht immer in Macht mit Kindern. Oft haben die Kinder die Macht über einen. Das habe ich zumindest als Mutter so empfunden.